can't believe that he just did. Some things he will never forget. Good decisions he made are rare in his life. Consequences will pimp his life. Completely new beginning, give me a high five. Hi Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Ich hatte euch ja mal schon versprochen, ein Feedback oder ein großes Fazit nach dem Test der Freenet Funkkarte zu geben, von der ich ja anfänglich sehr begeistert war. Ich hatte die ja im Mai bestellt, also hier diese Karte, und war ehrlich gesagt auch sehr begeistert. Ich habe leider, oder eigentlich muss ich jetzt sagen, Gott sei Dank, nicht viel Zeit gehabt die letzten Monate, weil wir ja dieses Wohnmobil von meinem Kumpel vermieten und ich da ein bisschen mithelfe. Und das doch wesentlich mehr Arbeit ist, als ich mir gedacht habe. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal dazu gekommen. Und zum Glück erst jetzt, denn es hat sich in den letzten 2 Wochen einiges getan bei Freenet Funk. Und einiges, was halt sehr unerfreulich war, würde ich jetzt mal so sagen. Ich hatte, wie gesagt, ja das Ding in meinem GigaCube genutzt. Hatte mir dann zwischenzeitlich oder relativ zu Anfang, nachdem ich gesehen habe, dass es funktioniert, auch meinen festen DSL-Anschluss, der ja nicht so wirklich funktioniert hatte bei 1&1 und auch sehr, sehr lahm war, gekündigt. Mit 3 Monaten Kündigungsfrist, sprich der ist Anfang August, also ziemlich genau jetzt ausgelaufen. Und deswegen hatte ich mir, da der GigaCube nicht so wirklich gut funktioniert hatte, zwischenzeitlich schon eine Netgear Nighthawk M1 Router gekauft, ein relativ teures Ding, was deutlich mehr kann, als diese Freenet Funkkarte überhaupt leisten konnte. Spielt aber keine Rolle, denn ich wollte halt was haben, was einen Akku hat, was ich halt auch, ohne es jedes Mal außen wieder anschalten zu müssen, ins Auto übernehmen kann und wieder mit reinnehmen kann und sonst was. Funktioniert mit dem Router auch ganz gut, bis wie gesagt vor 2 Wochen. Dann kamen die ersten Meldungen in der Presse auf, dass Freenet Funk einigen Kunden gekündigt hat, weil sie halt zu viele Daten genutzt hatten. Was ich ja von vornherein schon sehr unverschämt finde, denn wenn man halt wirbt mit Unlimited heißt Unlimited, dann muss man halt auch dieses Werbeversprechen halten, auch wenn man sich ein bisschen verkalkuliert hat. Zumal das ja immer eine Mischkalkulation ist und die meisten Kunden es ja wahrscheinlich eher unterdurchschnittlich nutzen, während halt einige Peak-Nutzer, sage ich mal, jetzt halt das Ganze bis an die Grenzen auslasten. Es war nicht ganz klar, wie viel Datenvolumina ins Gewicht fielen. Auf jeden Fall war die Rede von 500 GB bis 1 Terabyte. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel. Aber whatever. Egal, jedenfalls war dann an diesem Wochenende, nachdem diese Meldungen kamen, bei mir auch eine O2-Störung. Das heißt, ich hatte das ganze Wochenende keinen LTE-Empfang bei mir zu Hause. Konnte es dann aber mit HSPA Plus nutzen. Was natürlich generell ein bisschen langsamer ist. Insbesondere Indoor ist es halt schwieriger. Mein Router steht aber unten am Fenster, also war jetzt nicht das große Problem, es ging. Der Upload war relativ lahm, aber Download war okay. Nachdem diese Störung behoben war, ging auch LTE wieder. Aber sowohl LTE als auch HSPA Plus liefen dann nur noch mit 0,5 Mbit Geschwindigkeit, beziehungsweise mit 1 Mbit Geschwindigkeit. Ich dachte zuerst, es wäre immer noch die Störung. Ich habe ja noch 2 andere O2-Karten, sowohl mein Handyvertrag von O2, auch von einem Provider, und habe noch eine 2. Provider-Karte, die so eine kostenlose Karte halt, die halt nichts kostet, die ich noch im weiteren Handy habe. Und mit beiden Karten habe ich einen Geschwindigkeitstest gemacht und beide hatten nach wie vor diese, ja, bei mir üblichen 6 bis 8 Mbit, manchmal sogar 15, je nachdem, wie halt gerade das Netz ausgelastet ist. Jedenfalls, ich habe es in allen Geräten kreuz getestet. Stellte sich dann wohl heraus, habe dann auch von anderen Bekannten ähnliche Meldungen bekommen, die diese Freenet-Funkkarte halt nutzen, dass offenbar Funk durch diese negative Presse, weil ja klar war, dass halt diese Kündigungen irgendwo in der Presse aufschlagen, davon war der offensichtlich abgesehen und hat dann Nutzer, die viel genutzt haben, wobei ich jetzt nicht so viel genutzt habe, also ich habe ein Volumen von 200 bis 250 GB im Monat etwa verbraucht, das war jetzt also, das ist natürlich viel, aber ich habe damit ja ganz normales Internet genutzt, habe gestreamt und sonst was, von der Warte her finde ich es eigentlich jetzt nicht so überzogen. Und ja, jedenfalls bin ich auch drunter gefallen. Ein anderer Freund, den ich habe, der nutzt es nur ganz sporadisch. Bei dem ist es halt nicht der Fall. Deswegen ist relativ eindeutig, dass Mobilcom Debitel, also Freenet Funk, jetzt wohl statt die Leute zu kündigen, einfach die Geschwindigkeit so drastisch reduziert, dass gar nichts mehr geht. Es war tatsächlich so drastisch, dass bei mir noch nicht mal mehr das Amazon Music Stream funktioniert hatte. Und das braucht ja nun wirklich nicht viel Daten. Von daher, also die Karte ist nicht nutzbar. Freenet Funk ist ein Betrug und deswegen kommt sie weg.
Ja, so viel zu Freenet Funk. Die Frage, die ihr euch jetzt vielleicht stellt, was mache ich nun? Die habe ich mir auch gestellt, weil das ja tatsächlich so eine gute Woche aufgetreten ist, bevor mein DSL-Anschluss halt gekündigt war. Ist natürlich der absolute Super-GAU, weil ihr wisst ja alle selbst, wie sehr man im Prinzip von diesem Internet mittlerweile abhängig ist. Im Prinzip funktioniert bei mir zu Hause noch nicht mal mehr das Licht, ohne dass ich eine Internetverbindung habe. Also es ist schon extremst ärgerlich. Dann habe ich überlegt, ich habe ja den Gigacube noch, den gibt es mittlerweile auch für 45 € monatlich, ohne dass man halt dann nur dann zahlt, wenn man nutzt, sondern man zahlt es halt immer für 24 Monate 45 €, hat dann auch 250 Gigabyte. Das hätte ja nach meinem bisherigen Verbrauch, naja, sagen wir mal, gerade so gereicht. Ich habe da noch ein bisschen rumgeguckt, habe sonst nichts anderes gefunden. Was noch gegeben hätte, wäre von O2 Free Unlimited, das kostet 59 €. Ist dann halt auch mit Telefonie-Flat und SMS-Flat. Allerdings stand dabei explizit nur mit einem Gerät nutzbar. Deswegen war dann halt fraglich, wenn ich das in den Router mache, wird das überhaupt funktionieren? Oder gibt es da auch irgendeine Sperre oder was auch immer? Nun ja, ich hatte mich dann so ein bisschen auf diese GigaCube-Geschichte eingeschossen, weil ich keine Alternative mehr gefunden habe, bis mich dann morgens ein Freund anrief, eben der, der auch diese Freenet-Funkkarte hat und die nur sporadisch nutzt halt, und hat gesagt, du, ich habe gerade noch was gefunden. Guck mal, Mobilcom Debitel hat auch einen Vertrag, der heißt LTE to go, also 2 Go Flex, kostet auch 45 € und ist auch unlimited, ist aber eine reine Datenkarte, also keine Telefonie, keine SMS-Flat dabei, die ich ja nicht brauchte, weil ich das Ding ja sowieso an einem Router betreiben will. Und bin dann mal zu meinem örtlichen Mobilcom Debitel-Dealer und habe den gefragt. Der musste auch erstmal suchen. Der sagte, ja, kann ich mich erinnern, hatten wir mal vor ein paar Monaten bekommen, hat aber noch keiner gekauft, muss ich gerade noch mal gucken. Egal, jedenfalls hat er mir dann so einen Vertrag gemacht. Ich habe den auch explizit dann gefragt, wie sieht's aus? Ich hatte nämlich gerade dieses Problem mit Freenet Funk. Wird mir das hier bei euch auch passieren? Er meinte, kann er sich nicht vorstellen, schon allein deswegen, weil es halt, oder weil dieser Vertrag halt gar nicht aktiv beworben wird und den ohnehin kaum jemand abschließt. Von daher wird die Nutzerquote da nicht so hoch sein. Naja, warten wir es mal ab. Ich habe den jetzt halt tatsächlich dann seit 2 Wochen und bis jetzt funktioniert es, also auch problemlos. War allerdings bei Freenet Funk ja auch ein paar Monate so, aber ist ja egal. Ich habe hier immer monatliche Laufzeit, das heißt, ich kann den immer zum Ende des Monats kündigen. Sollte das Problem halt da auch auftreten, werde ich das genauso machen müssen wie mit Freenet Funk und muss mir halt dann wieder was Neues suchen. Aber für den Moment funktioniert es auf jeden Fall damit und ja, ich wollte euch das Fazit noch geben. Freenet Funk ist meiner Meinung nach Betrug und deswegen rate ich euch, lasst die Finger davon, ist das Geld nicht wert. Also wenn man halt etwas so verkauft mit dem Slogan Unlimited heißt damit, dann muss man das meiner Meinung nach auch entsprechend so halten. Auch wenn es ein paar Nutzer gibt, die das dann vielleicht ein bisschen überstrapazieren. Davon muss man aber einfach ausgehen. Das ist bei All You Can Eats genauso. Das wissen Restaurantbetreiber, die das anbieten, genauso. Und deswegen finde ich einfach, es ist unfair den Kunden gegenüber. Insbesondere haben die im Zuge dieser Geschichte, ist dann rausgekommen, noch rückwirkend nachträglich die AGBs geändert, was ja eigentlich sogar schon ein Kartellverstoß ist. Ich meine, man kann natürlich AGBs ändern, da muss man aber die Kunden entsprechend informieren, muss ein Sonderkündigungsrecht einräumen oder muss den Kunden sagen, wenn du es weiter nutzen willst, gilt ab jetzt das und das, was ja auch gar kein Problem wäre. Die Änderung betraf eigentlich auch nur das, dass man das eben nicht in stationären Routern, die permanent auf den Stromanschluss angebunden sind, nutzen darf. Wie gesagt, also mein Gigacube ist ja so ein Gerät, den hatte ich aber ja schon längstens ausgetauscht. Also ich habe jetzt einen Router, der per Akku läuft und zwar auch relativ lange. Also er schafft fast 20 Stunden auf Akkubetrieb und von daher ist ja diese oder dieser AGB-Verstoß bei mir zum Beispiel gar nicht gegeben. Egal, wie gesagt, ich rate euch, lasst die Finger davon. Es ist ein netter Werbegag, aber mehr auch nicht. Und im Endeffekt kochen sie halt alle auch nur mit Wasser, muss man einfach so sagen. Also die Revolution, die sie sich selbst auf die Fahnen geschrieben haben, ist es einfach nicht und deswegen bleibt bei dem, was ihr habt, oder guckt halt, was entsprechend die großen Anbieter halt anbieten. Mobilcom ist ja jetzt auch kein kleiner Anbieter. Ich meine, Freenet Funk ist halt eine Untermarke von denen, die halt auch von Mobilcom Debitel angeboten wird. Aber im Großen und Ganzen ist es halt eine eigene Marke, die wahrscheinlich mit der Muttermarke nichts zu tun hat, genau wie bei der Telekom zum Beispiel Congstar. Die sitzen zwar auch im selben Gebäude, weiß ich zufällig, weil ich hier da mal gearbeitet habe bei der Telekom, aber da sitzen halt, ich glaube, 3 oder 4 Mitarbeiter, mehr sind das gar nicht. Und die wickeln halt das ganze Auftragsmanagement für Congstar ab, haben aber wirklich mit der Telekom nichts zu tun und handeln auch gegenüber ihren Kunden teilweise anders, als es die Telekom tut oder tun würde. Von daher, wie gesagt,
Mein Rat, lasst die Finger davon. Wenn ihr es nur ab und an nutzt, kann man es machen. Dann ist es halt vielleicht ein netter Gag, weil ich es halt immer wieder aus- und anschalten kann. Das muss ich halt schon sagen. Das hat auch funktioniert. Das habe ich auch alles ausprobiert. Ich habe das sogar alles filmisch dokumentiert und euch festgehalten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte es jetzt gar nicht mehr zeigen, weil ich möchte dieser Firma nicht mehr, ich möchte dieser Firma nicht mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, als sie verdient hat. Und das ist nicht sehr viel, meiner Meinung nach. Von meiner Stelle war es das zu Freenet-Funk. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ihr könnt euch die nächsten Tage und Wochen auf viele Videos, glaube ich, freuen, weil es kommt viel. Ich bin im Moment nämlich gerade unterwegs in Süddeutschland, fahre noch einen anderen YouTuber besuchen, den ihr garantiert kennt. Und werde dann den Rückweg quasi durch die Alpen machen. Und ich denke, da wird einiges kommen. Also seid gespannt. Bis dann. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Wenn du mehr sehen möchtest, abonniere meinen Kanal. Und wenn mich unterstützen möchtest, findest du in der Videobeschreibung und in der Kanalbeschreibung verschiedene Wege, wie du das tun kannst. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.